Ich denke, ihr habt noch Bock nach der nächsten Rednerin. Das ist die Feline Edbauer von My Brain, My Choice. Habt ihr sicher noch Bock auf Musik, oder? Das geht aber nur, wenn ihr jetzt die Masken aufzieht und Abstand haltet. Ansonsten gibt es keine Musik mehr, wirklich. Da stehen sie bereit. Und wenn ihr das jetzt nicht macht, dann gibt es einfach keine Musik mehr, ja? Aber nichtsdestotrotz erstmal die nächste Rednerin, die Feline Edbauer. Und danach bitte, bevor Los kommt, schön an die Regeln halten. Feline, voilà. Jetzt ist es an, ja, ihr hört mich. Hallo, ich spreche für die My Brain, My Choice Initiative. Wir setzen uns für eine grundlegend neue Drogenpolitik ein, in Deutschland und weltweit. Wir sind für Entkriminalisierung, gegen Drogenkrieg, gegen Stigmatisierung und dafür, dass Konsumierende bei Drogen- und Suchtpolitik mitsprechen dürfen. Ein paar von euch haben letztes Jahr vielleicht unsere Petition unterschrieben, mit der wir die Drogenbeauftragte geärgert haben. Cannabis wird seit 12.000 Jahren von Menschen kultiviert. Das globale Cannabisverbot ist vor diesem Hintergrund undenkbar absurd. Es richtet seit 50 Jahren Schaden an. In Deutschland in Form des Betäubungsmittelgesetzes, sowohl durch Geldstrafen, Führerscheinentzug, Haft, Arbeitsplatzverlust, Ausgrenzung, Polizeigewalt und lächerliche Präventionsarbeit, die Kindern eine Welt vorlügt, die es nicht gibt. Als auch Schäden unmittelbar für die Gesundheit, weil Menschen Schadstoffe mitkonsumieren und weil Menschen wirksame Medizin verwehrt wird. Das sind Menschenrechtsverletzungen. Die Polizei sollte nichts mit Cannabis zu tun haben, außer es selbst, vielleicht selbst genießen, um ein bisschen zu entspannen. Das Cannabisverbot steht im Widerspruch zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die Agenda 2030, zu der sich Deutschland explizit verpflichtet hat. Cannabis muss legalisiert werden. Was ist also konkret zu tun, um sinnvolle und faire gesetzliche Rahmenbedingungen zu etablieren? Die ersten zwei Punkte sind noch unabhängig von der Legalisierung. Cannabis als Medizin muss anderen Medikamenten gleichgestellt werden, sodass es allen Menschen verschrieben wird, die es brauchen, so wie sie es brauchen und von den Kassen bezahlt wird. Die Grenzwerte für den Straßenverkehr müssen verhältnismäßig angepasst werden. Kleine und mittlere Dealer und Grower sollen in den legalen Markt überwechseln können, wenn sie das möchten. Große Fische in den illegalen Strukturen erwischt die Polizei auch mit noch so viel Strafverfolgung nicht. Je mehr Polizeieinsatz, desto mehr rüsten auch die Großdealer auf, siehe Mexiko. Großkriminalität ist kein Spaß, aber gerade die Bundesregierung scheint das nicht ernst zu nehmen. Denn den Leuten tut man nicht weh, indem man ihnen ein paar Drogenlieferungen abnimmt, sondern indem man ihnen die Geldwäsche schwer macht. Aber genau damit tut sich zufällig die CDU, CSU tatsächlich ziemlich schwer. Wenn es seitens Politik oder Polizeigewerkschaft heißt, lieber Dealer statt Konsumierende verfolgen, dann müssen wir außerdem aufpassen, weil das Ziel ist nicht, die Polizei mit mehr Ressourcen auszustatten, sondern mit weniger. In einem legalen Cannabismarkt sind Geschäftsmodelle und internationale Handelsstrukturen zu fördern, die wirtschaftliche Inklusion, nachhaltige Entwicklung und Klimagerechtigkeit in lokalen, regionalen und globalen Lieferketten vorantreiben. Bisschen Aufmerksamkeit noch, die sind gleich dran. Drogenpolitik und ihre Auswirkungen müssen regelmäßig evaluiert und angepasst werden. Es muss aufhören, dass eine Gesetzgebung gilt, deren Sinn und Berechtigung seitens Bundesregierungen weder überprüft noch bewiesen werden.
Eine Cannabis-Legalisierung sollte solidarisch sein mit Konsumierenden weniger populärer illegaler Drogen. Der politische Schritt zur Entkriminalisierung von Besitzmengen aller illegaler Drogen ist ebenfalls nicht weit weg. Safer Use Tipps sollten alle Cannabis-Konsumierenden erreichen. Allem voran, Cannabis nicht mit Tabak zu rauchen. Tabak ist unsäglich schädlich und macht hochgradig abhängig. Tabak und Nikotin taugen als Droge nicht mal viel, sodass sie eigentlich überflüssig sind. 2018 erkrankten in Deutschland 85.000 Menschen infolge des Rauchens an Krebs. 130.000 Menschen starben infolge des Rauchens. Cannabis ist nicht tödlich. Nikotin und Tabak sind es aber schon. Es sollte eigentlich klar sein, aber in Deutschland ist es das leider nicht. Kein Fußbreit mehr Platz für die Tabaklobby. Und die Schäden der Prohibition sind zu beheben. Menschen, die Strafen und Sanktionen erhalten haben, die ihren Lebenslauf beeinträchtigt haben, sind zu entschädigen. Das sind sicherlich sehr viele, aber das soll nicht das Problem der Betroffenen sein. Zur Bundestagswahl. Eine Cannabis-Legalisierung ist sehr nah. Aber es braucht noch einiges an Einsatz und Zeit, um den globalen Drogenkrieg zu beenden. Wenn wir diese Welt ohne Drogenkrieg erleben wollen oder aber zumindest unseren Einsatz an die nachfolgenden Generationen weiterreichen wollen, dann müssen wir die Politik mit aller Kraft dazu befähigen, die Erderwärmung ASAP zu bremsen. Weltparteien, die nicht nur für eine gute Drogenpolitik stehen, sondern auch ein konsequentes Klimaprogramm durchsetzen wollen. Abschließend möchte ich eine Sache richtigstellen, die Daniela Ludwig gesagt hat. Da gäbe es viel zu korrigieren, wie ihr wisst, aber eines ist mir ganz besonders wichtig. Ihre Botschaft an Kinder und Jugendliche hieß: Kiffen ist nicht cool, es ist cool, nicht zu kiffen. Ich möchte hier korrektiv eingreifen und betonen: Alle Kinder und Jugendlichen sind cool. Egal, ob ihr kifft oder nicht, das ist keine Linie, mit der euch Erwachsene unterscheiden und trennen, Angst machen und abwerten dürfen. Kinder und Jugendliche, ihr habt alle gleichermaßen das Recht auf Unterstützung und Förderung und ihr verspielt euch das durch nichts. Das ist Jugendschutz. Drogenkonsum, ob Cannabis oder Alkohol oder anderes, ist keine Empfehlung. Aber einige machen es trotzdem, wir haben es trotzdem gemacht. Wenn ihr Hilfe braucht, dann sind Erwachsene dazu da, euch zu helfen. Jedem von euch. Diesen Anspruch verliert ihr mit nichts. Niemand ist uncool. Dankeschön. Ich habe die Ehre, euch nun Lost anzukündigen.